Männer, heute Nacht verdreifachen wir die Wachposten. Teilt euch wie immer auf. Und wenn ich einen beim Saufen, Würfeln oder Dösen erwische, breche ich ihm höchstpersönlich alle Knochen. Behaltet die Gegend im Auge. Gewiss entsendet Sigismund Speer. Und da er die Flucht der Skalitzer bemerkt hat, vermutlich auch Männer, die sie verfolgen, haltet die Augen offen und meldet unverzüglich jede Kleinigkeit. Verstanden? Ich bräuchte zusätzlich ein paar gute Augen. Würdest du mit meinen Männern auf dem Wehrgang Wache halten? Ist das eine Bitte oder ein Befehl? Ich würde es begrüßen, wenn du meiner Bitte nachkämst. Natürlich, Herr. Ich helfe dir gern nach allem, was du für mich getan hast. Sehr schön. Und keine Sorge. Die Männer lösen dich später ab. Mach's gut. Beste Grüße. Gibt es weitere Befehle für mich? Halte fürs Erste auf dem Wehrgang Wache. Ich schicke später jemanden, der dich ablöst. Mach's gut. Naja, haben wir ja schnell Genesung hinter uns gebracht, dass wir jetzt schon Wache gehen können. Und das im strömenden Regen. Los hier, ne? Und wieder zurück. Och, was ist mit dem denn los? Läuft herum wie ein verlorenes. Ach, der nun. Deine erste Wache. Glaub nicht, dass heute noch viel passiert. Kannst dich an die Mauer lehnen und auf morgen warten. Ich zeig dir, wie der Hase läuft. Mach ich. Danke. Ja. So. Ja, war doch Mauerlehnen und Dösen. Wenn das der Herr Robert wusste. Aber machen wir das mal. Machen wir so. Es ist 8 Uhr. Gucken, wie es so lange geht hier. Ne. Krach hier. Was ist denn hier los? Aha. Ah. Aufgabe neue. Pack schon den Weg ein! Los, raus! Eine Hektik hier. Pack schon den Weg ein! Los, raus! Bin ja schon unterwegs. Wie sich dieser selbsternannte König die Liebe und den Respekt seiner Untertanen erheuchelt. In der Tat, Robert. Sigismund von Luxemburg hat ein gutes Händchen dafür, die Menschen auf seine Seite zu ziehen. Aber du wirst womöglich noch überrascht. Ich bezweifle, dass er seine Heiden heute auf uns hetzen wird. Sei gegrüßt, Herr von Thalmberg! Das ist er. Das ist der verdammte Bastard, der den Angriff geführt und meine Eltern ermordet hat. Sei kein Narr, oder willst du so enden wie sie? Ich bin Herr Marquard von Aulitz. Ich komme auf Geheiß Sigismunds von Luxemburg, König von Ungarn und Kroatien, der beauftragt wurde, gegen jene vorzugehen, die Zwietracht im Land säen. Und im Namen seines Bruders König Wenzel IV. Die Ordnung im gesamten Land wiederherstellt. Ordnung wiederherstellen, indem er die Ländereien des Königs plündert und verbrennt? Sei gegrüßt, Herr Marquard. Dass der Bruder des Königs sich bemüht, in diesem chaotischen Land für Ordnung zu sorgen, ist zweifelsohne löblich. Jedoch sind er und seine Truppen offenbar vom Weg abgekommen. Als Burggraf des Schlosses zu Prag
bin ich dem König verpflichtet. Und hier in Thalenberg herrschte bis vor kurzem noch Frieden, bis ihr eintraft. Also was verschafft uns die Ehre eures Besuches? Gestern erst ging seine Majestät gegen einen der Feinde des Reiches vor, Herrn Ratzig Kobilla. Dieser verwendete Silber aus den Skalitzer Minen, um eine Auflehnung gegen die Krone zu finanzieren. Zu unserem Bedauern konnte der Aufständische entkommen. Du weißt nicht zufällig, edler Herr, wo er sich derzeit aufhalten könnte? Soweit ich weiß, ist dieser Herr Ratzig, von dem du sprichst, des Königs Hauptmann in Skalitz. Ich glaube kaum, dass er sich tatsächlich gegen unseren König auflehnen würde. Davon abgesehen kann ich dir versichern, dass Herr Ratzig sich nicht in Thalenberg aufhält. Er wäre ziemlich töricht, wenn er aus seiner Burg, die er nicht verteidigen kann, in eine andere flieht, die es ihm noch schwerer machen würde. Oder kann es sein, dass mein bescheidenes Anwesen eurer Armee irgendwie im Wege steht? Ich soll dem König also mitteilen, dass sich Herr Ratzig Kobilla nicht hier in Thalenberg aufhält und dass er deine volle Loyalität genießt? Ich versichere dir, Herr Ratzig ist nicht hier. Und ich gedenke nicht, mich in Angelegenheiten einzumischen, die mir keinen Vorteil verschaffen. Nun gut, Herr. Wie du willst. Ich werde eure Worte dem König überbringen, in der Hoffnung, dass er sie so aufnehmen möge, wie ihr es euch erhofft. Jene mit einem reinen Gewissen und einem guten Willen brauchen keine Furcht zu haben, auch nicht in solch finsteren Zeiten, wo es kaum einen Grund zur Freude gibt. Lebt wohl, Herr. Lebt wohl. Du hast meine allergrößte Bewunderung. Gehen wir zurück an die Arbeit, Robert. Ist ein bisschen langatmig im Prolog, aber es geht ja halt um die Erzählung der Geschichte oder der Vorgeschichte, bis man dann wirklich ins richtige Spiel einsteigt. Aber jetzt kommt wieder mal ein bisschen mehr was zu tun oder so. Es gibt eine Aufgabe. Dann soll nach Skalitz. Die Eltern bestatten. Ah, die Fackel können wir mal wieder reinnehmen. Einmal eins lange drücken. Ist weg jetzt. So. Dann brauche ich aber nicht mit dem helllichten Tag nicht mit einer Fackel rumlaufen, oder? Können wir mit dem mal reden hier? Gott sei mit dir. Kann man nach dem Händler können wir fragen. Kann? Einen Händler? Naja, Rotava hat oft Sachen, die andere Leute nicht haben. Das letzte Mal habe ich ihn beim Kornspeicher gesehen. Tag und Nacht denkt er nur ans Handeln. Na gut. Was hältst du von der Überraschung letzte Nacht? Und was das für eine war? Aber ich bin froh, dass die Leute gerettet sind und es nicht Sigismund war. Bestimmt kommt er früher oder später, aber jetzt können wir uns wenigstens vorbereiten. Vielleicht lässt er Thalenberg in Frieden. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Gut möglich, dass er nur auf Herrn Ratzig aus war, weil der Wenzels Hauptmann ist. Und Skalitz ist okay, reich. Der Dialog passt jetzt schon nicht mehr zu dem zwei Fliegen mit einer passierten Karte. Geschehen. Vielleicht lässt er uns jetzt in Ruhe. Nun, wir werden das sicher früh genug herausfinden. Übrigens, Heinrich, so heißt du doch, oder? Tut mir leid, das mit deinen Eltern. Sind jetzt an einem besseren Ort. Na, immerhin. Herr Divisch hat Sigismund schön vorgeführt. Da hast du recht. So ist er. Möge Gott ihm langes Leben schenken.
Mach's gut. Ja, das tut man nicht alles für die Redekunst. Jetzt ist der Robert schon da unten, mit dem muss ich auch noch sprechen. Aber wir können ja mal mit den Dorfbewohnern Glück ein bisschen und reden. Gesundheit. Wieder nach dem Händler Sie fragen. Jemanden, der mit Waren handelt? Votava, so ein zaundürrer Geselle. Hab ihn beim Kornspeicher gesehen. Er kauft alles, was von Wert ist. Und würde sogar seine eigene Großmutter verhökern, wenn er sie nicht längst verhökert hat. Naja. Was hältst du davon, dass Sigismund abgezogen ist? Das war vielleicht ein Glück. Ich weiß, alle reden davon, wie schlau Herr Divisch ist und so. Aber das war eine heikle Sache. Dieser Sigismund ist unberechenbar. Er entführt den König, überfällt Städte, schafft fremdländische Söldner ins Land. Gott weiß, was er als nächstes vorhat. Alles Gute. Ja, geht. Sicher? Sigismund und seine Heiden werden aus den Wäldern kommen. Gelobt sei Jesus Christus. Die kommen nicht wieder. Warum auch? Kannst du mir sagen, mit wem ich hier Handel treiben kann? Du willst zu Votava. Das ist der Kerl, der sich um den Thalberger Fischteich kümmert. Er sollte irgendwo beim Kornspeicher sein. Gott behüte dich. Die mit den seltsamen Pfeilern und. Ich könnte ja fast mit allem reden, aber ich rede jetzt erstmal mit dem Robert. Also. Warte mal, ich muss nach Scarlets machen, deshalb mal zum Schluss. Sigismund Scarlets nieder und kam dann hierher. So ist der Krieg, Junge. Gewisse Herren wollten die Dinge selbst in die Hand nehmen und jeden beseitigen, der nicht ihrer Meinung ist. Leider ist Herr Ratzig so einer. Und obendrein saß auf einem Berg Silber, der König Wenzels Verbündeten hätte nutzen können. Was ist denn Kuttenberg vorgefallen? Kuttenberg? Nun, ich bin nur ein einfacher Ritter. Aber der Herrgott hat mich mit Ohren betucht. Und so habe ich Dinge von Herrn Divisch und jenen gehört, die vor Sigismunds Raubzug flohen. Waren es viele? Oh ja, aber es waren Söldner aus Kuttenberg, die zu mir kamen. Weil ich sie schon von vorher kannte. Verstehe. Das sind alles Ränkespiele des Hochadels. In Prag lehnten sich ein paar Adlige gegen König Wenzel auf. Allesamt reiche Aristokraten, die dem König aus irgendwelchen Gründen übel gesinnt waren. Sigismund hatte zweifelsohne seine Finger im Spiel, zusammen mit seinem und Wenzels Vetter Jobst. Und so konnte er auch den König entführen. Aber weshalb griff Sigismund Kuttenberg an? Was glaubst du denn? Tja. Weil da viel Silber war, ganz einfach. Um es zu plündern? Wir machen das mal so. König Karl, möge Gott ihm ewigen Ruhm gewähren, machte Prag zu einer fürstlichen Stadt, während König Wenzel Gefallen an Kuttenberg fand. Nach Prag ist es die wichtigste Stadt Böhmens und des Heiligen Römischen Reiches. Wer Kuttenberg Silber beherrscht, ist König. Also war Kuttenberg auf Wenzels Seite, weil er Kuttenberg bevorzugte? Langsam verstehst du es. Als Sigismund Wenzel einsperrte und die Kontrolle über Prag übernahm, begann man in Kuttenberg damit, eine Armee gegen ihn aufzustellen. Mit seinem Angriff auf Kuttenberg schlug Sigismund zwei Fliegen mit einer Klappe. Er besiegte Wenzels mächtigste Verbündete, bevor sie Widerstand leisten konnten, und erlangte gleichzeitig enormen Reichtum. Woher kommen diese Kumanen eigentlich? Ich weiß nicht viel über sie, bloß das, was der Kämmerer sagte. Sie kamen wohl aus dem Osten nach Ungarn und ließen sich dort nieder. Es sind gottlose Barbaren und gnadenlose Krieger. Früher waren sich alle einig, dass die ungarischen Könige sie nicht verpflichten sollten, weil sie ehrlos sind. Aber wenn es um Macht und Geld geht, ist Ehre nur noch einen feuchten Dreck wert. Und glaub mir, es geht immer um Macht und Geld. So. Jetzt kommt die gute Frage. Herr Robert, ich muss nach Scarlett. Na klar. Was willst du dort, Junge? Sigismund mag abgezogen sein, aber dort wimmelt es sicher von Raubrittern, Briganten, Deserteuren und anderem Gewürm. Außerdem hat dein Herr dir befohlen zu bleiben. Ja, das kann man versuchen, aber das ist egal eigentlich. Meine Eltern liegen dort. Ich kann sie nicht den Hunden überlassen.
Was würdest du an meiner Stelle tun? Tut mir leid, Junge. Du wirst warten müssen, bis sich alles beruhigt hat. Vielleicht ändert dein Herr seine Meinung noch. Ja, so ist das halt. Kann man nichts machen, ne? Der will nicht. Ah, jetzt könnten wir die hier alle fragen, was los ist. Ein bisschen langweilig. Das ist der komische Dürre. Dann wollen wir den mal fragen. Guten Tag. Gucken. Wie kann ich helfen? Können wir mit dem handeln? Können wir handeln? Wenn du Geld hast. Das kann man bei dem denn kaufen. Eine Schatzkarte, Retterschnaps, Pilz. Hier kann man Dietrich kaufen. Wenn ihr jetzt keine von Scarlet hätte und ich bräuchte hier welche, dann müsste man hier, kann man sehen, einer kostet 14,5 Groschen. Nur mal so gesagt. Viel Auswahl hat er hier nicht. Die Schatzkarte wäre interessant, Retterschnaps, ne, brauchen wir alles nicht. Er hat 50, hat er. Kann man ein bisschen was verkaufen, glaube ich, ne. Hat genug die Ente, bevor die ab. Mal schauen, mal verkaufen hier. Ganze Zeugs. Der ist nur ein bisschen empfindlich, was Handeln betrifft. Also von daher. Ja, mach mal. Ja, ja. Ist ja der gleiche Ruf verbessert. Ist aber nicht schlimm. So, haben wir dem sein Geld. Gelobt sei Jesus Christus. Ja, hier ist nichts los. Was macht der denn, wenn ich hier raus will? Mal gucken. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Ja, den auch nach dem Händler fragen? Warum? Hast Hunger, was? Du solltest ach, mit zur der Köchin gehen. Sie hat ein gutes Herz. Besonders, wenn du Geld hast. Also ich gleich mal kurz hin, ja. Botava. Er ist kratzbürstig wie eine nasse Katze. Kann dir aber so gut wie alles besorgen. Hab ihn beim Kornspeicher gesehen. Er ist leicht zu erkennen. Er sieht aus, als hätte er in seinem Leben noch nie eine anständige Mahlzeit gehabt. Ja. Diese Sache mit Sigismund ist letzten Endes gut ausgegangen, nicht wahr? Und wie? Ein guter Anfang. Und als nächstes jagen wir ihn und seine Kriegshuren aus Böhmen fort. Gucken, was Ellen dazu sagt. Ja. Und ich läge gern mit einer hübschen Dirne in einem Federbett. Ja. Aber wie es aussieht, werden wir wohl beide enttäuscht. Herr Divisch befahl, keinen rauszulassen. Vor allem dich nicht. Mhm. Ja, ist das hier oben nicht, glaube ich. Meine Eltern haben die Aas liegen gelassen. Ich muss sie bestatten. Ich kann sie nicht den Hunden überlassen. Tut mir leid, mein Freund. Entweder du überzeugst Herrn Robert, oder du denkst dir irgendwas aus, damit ich nicht in der Scheiße lande. Ansonsten, Pech. Oh, fragen wir ihn mal. Was soll ich mir bitte ausdenken? Was weiß ich? Eine Verkleidung vielleicht, damit ich dich nicht erkennen kann. Wenn ein Thalenberger Wachmann in voller Gewandung aufkreuzt, lass ich ihn natürlich raus. Ist doch klar. Na gut. Ich versuche etwas aufzutreiben. Okay. Ich könnte jetzt nochmal fragen, aber das ist jetzt. Mach's gut. Doof. Also, was sagt der? Ich sollte mal zu der Köchin gehen. Oh ja, die Idee ist gut. Muss man mal machen. Pferd soll ich mir auch noch suchen, da brauche ich aber nicht. Ich bin ja mit einem Pferd gekommen. Jetzt, ich müsste eigentlich nur meine Olena wiederfinden. Ach, da steht sie. Okay. Mit dem kann ich auch wieder weiter. Das
fällt vielen nicht ein, dass man einfach nur... Das ist doch die Olena, oder? Nö, doch, das ist die Köchin. Guten Morgen. Hm. Ach, der kann man auch reden. Heute Morgen, was? Würdest du Herrn Divisch wie ich kennen, wärst du nicht so bekümmert. Der Kerker hat zwar seiner Gesundheit geschadet, aber ein listiger Fuchs ist er dennoch geblieben. Wirklich? Den Satz kann ich noch nicht. Er ist okay. Nicht umsonst Burggraf des Königs. Die Leute erzählen sich noch heute, wie er den Disput zwischen Vater Pech und Herrn Pribbig schlichtete. Mhm, okay. Bei wem bekomme ich etwas zu essen? Was glaubst denn du, junges Gemüse? Na, bei mir. Und wenn du was Spezielles willst, kann ich dir da auch helfen. Na, wollen wir mal gucken, was sie so hat. Ich würde gerne etwas kaufen. Sicher, Junge. Interessiert mich mal. Oh. Oh, die hat auch 20. Kann ich dir denn verkaufen? Nur meine... Nö. Können wir einen Retterschnaps verkaufen, aber... Sieben Stück brauche ich nicht, ne? Drei wären das, ne? Na, zwei. Siebzehn. Satt genug bin ich. Das sind zwei, ne? Den kann ich auch verkaufen. Gucken, ob wir falschen können. Lässt sich was am Preis machen? 20, wollen wir haben. Selbstverständlich. In Ordnung. Bisschen. Hab ich deren 20 auch noch. So ist das. Aha. So. Verkleidung. Ich habe noch eine Freundin hier, eine neue. Wo ist die? Mal gucken, ist die hier? Nö. Ich muss die mal fragen, die eine Idee hat. Ist die hier? Kannst du nicht schlafen? Der Herr schütze dich. Was benötigst du? Na, sprich mal einfach. Herren. Hoffentlich hat dich Sigismunds Ankunft heute Morgen nicht übermäßig beunruhigt. Nun, es war zu erwarten. Und dank Gottes Gnade und meines guten Gatten gab es kein Blutvergießen. Es ist etwas anderes, das mich beunruhigt. Womöglich täusche ich mich, aber ich ahne Böses. Gewiss irrst du, Herrin. Was sollte dich schon Böses ereilen? Ich fürchte, dass etwas Schlimmeres heraufzieht. Und Sigismund nur ein weiteres Omen dieses nahenden Übels ist. Was denkst du, Herrin? Sehe ich wie ein Wachmann aus Thalenberg aus? Nicht wirklich, Heinrich. Sieh dich an. Hm. Danke, Herrin. Ich würde dich gerne um etwas bitten, Herrin, wenn ich so frei sein darf. Worum geht es denn, Junge? Ich muss die Burg verlassen. Und dein Ehemann zwingt mich, hier zu bleiben. Warum in Gottes Namen würdest du die Burg verlassen wollen? Herrin, du hast ein gutes Herz. Ich kann nicht damit leben, dass meine Eltern im Dreck liegen und Hunde sie in Stücke reißen. Wie sollen sie Frieden finden, solange sie nicht auf geweihtem Boden sind? Mein lieber Junge, du willst dein Leben aufs Spiel setzen, um sie zu bestatten? Ich fühle mit dir und werde alles tun, um zu helfen. Obgleich mir dein Vorhaben Angst macht. Aber was kann ich tun? Wenn ich bloß am Torwächter vorbeikäme. Aber das kannst du. Wenn du die Rüstung einer Wache trägst und der Torwächter dein Gesicht nicht erkennen kann, wird er dich ziehen lassen. Guter Einfall.
Das ist mir peinlich, aber man benötigt Geld, um jemanden zu bestechen. Leider habe ich keins. Woher denn auch? Mach dir deshalb keine Gedanken. Das sollte genügen. Vielen Dank, Herrin. Ich zahle es zurück, versprochen. Und wo bekomme ich solch eine Rüstung? In der Rüstkammer. Und wo ist die? Im Torturm. Aber die Männer schlafen auch an anderen Orten. Und dort müssen dann auch irgendwo Rüstungen sein. Aha. Sie fragen am Tor bestimmt, wo ich hin will. Du könntest sagen, Herr Robert hätte dich nach Uschitze geschickt, um dort zu fragen, wie es allen geht. Das klingt einleuchtend. Vielen Dank, Herrin. Ich muss jetzt los. Tja, jetzt habe ich irgendwie alle Informationen. Jetzt muss ich nur irgendwie gucken, dass ich an die Klamotten komme, ne? Also in dem... Ups. Früher meine ich jetzt. Auch ist noch früher morgen. Energie 66. Boah, das halt geht, aber Energie. Hm. Ich weiß was. Ich leg mich nochmal schlafen, damit ich ein bisschen Energie hole. Kann man den Rest mit anderen mal machen. Was ist denn hier los? Dir zu. Und schlafen. Gucken wir bis auf 100 müssten wir. Das reicht. Ob ich überhaupt so lange schlafen darf, weiß ich nicht. Ne, nicht ganz. Aber jetzt haben wir es gespeichert. Ist gut. Ach, ich muss aufstehen, ne? Na, dann wollen wir mal in die Rüstkammer. Regnet. Hilfe, Hilfe. Was ist denn hier los? Darf ich nicht sein, ne? Macht aber nichts. So. Klauen wir gleich. Alles wird geht, ne? Ups. Na. Aha, alles weg. Ups. Oh. Das haben wir, glaube ich, genug gestohlen, oder? Hinten ist noch ein. Gehen wir mal da raus. So,
Jetzt haben wir alles, was wir brauchen, glaube ich. Können wir aber umziehen langsam, ne? So, was brauchen wir denn? Waffen ist nicht so wichtig, Rüstung ist wichtig. Das, also die Haube, die Jagdhandschuhe, Helm, ich soll ja wie ein Wachmann aussehen, ne? Der Wappenrock, auch gut. Und gepolsterte Nackenschutz. Okay. Waffen kann ich auch noch. Gut, nehmen wir mal den. Ich habe ja ein Schwert, glaube ich, ne? Schon, ne? Oder? Hm? Ist ausgerüstet, okay. Alles geklaut. Aber auch schön ausgerüstet. Ich könnte Herrin Stefanie nochmal fragen, ob sie mich, ob ich aussehe wie eine Waffe. Wache. Wie eine Waffe. Ja klar. Juhu. Sieht schon fast so aus wie der da. Gucken. Da ist er ja. Fragen wir sie mal. Herrin? Gott sei mit dir. Verzeih, kenne ich dich? Ich bin es, Herrin. Heinrich. Hm? Ach, so habe ich dich nicht erkannt. Ich finde nach wie vor, dass du in der Burg bleiben solltest, aber wie ich sehe, folgst du bloß deinem Herzen. Möge Gott dich beschützen. Na gut. Musste ich mal gar nicht mal fragen. Er kennt mich schon gleich sofort nicht. So, jetzt wollen wir erstmal unsere Olena holen. Ich habe so oft Sachen gesehen, wo die ganzen Spieler, die sind dann mit einem Pferd hier angekommen. Und dann fällt denen nicht ein, dass sie da auch wieder mitnehmen können, ne? Und suchen verzweifelt nach einem Pferd. Ups. Oh. Ja, der ist, glaube ich, sauer, habe ich das Gefühl. Ja, wir reiten gleich erstmal spazieren. Viel Gesundheit. Ich muss hier raus. Tja, da hast du wohl Pech gehabt. Ah, verstehe. Na gut, aber wehe, du sagst doch nur ein Sterbenswörtchen. Möge Gott über dich wachen. Na, dann machen wir mal wieder auf das Pferdchen. Obwohl das mit dem Pferdchen eh nicht wichtig ist, die paar Meter. So, was sagen, mach mal auf hier. Ja, siehst du? Könnt ihr auch da runter reiten. Ah, ja. Ich wüsste was. Ja, komm schon. Abkürzung kennen wir doch.